Der Q5 ist Audis Bestseller. Egal in welchem Land, beherrscht er in seinem Segment die Zulassungsstatistik. Als Hybridversion ist er zudem noch Audis sauberstes SUV. Besonders im Stadtverkehr weiß er zu begeistern. Im täglichen Stop-and-Go rollt er häufig lautlos dahin. Dank seiner 1,3 Kilowattstunden Batterie kann sich das SUV bis zu 3 Kilometer rein elektrisch fortbewegen. Das senkt nicht nur den Schadstoffausstoß auf Null, sondern senkt auch den Verbrauch. Denn wenn der 211 PS starke Vierzylinder-Benziner nicht gebraucht wird, verbraucht er auch keinen Sprit. Audi gibt den Gesamtverbrauch mit durchschnittlich 6,9 Liter pro 100 Kilometer an. Der 54 PS Elektromotor ist direkt im 8-Gang Tiptronic-Getriebe integriert. E-Motor und Benziner bringen es zusammen auf eine Systemleistung von 245 PS. Genügend Leistung, um den Q5 Hybrid aus dem Stand in 7,1 Sekunden auf Landstraßentempo zu beschleunigen, bei Bedarf bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h. Wie man es von Audi erwarten kann, zeigt sich auch beim Hybrid-SUV die Liebe zum Detail. Getreu dem Firmenslogan Vorsprung durch Technik haben sich die Ingenieure um den Akku gekümmert. Nur so groß wie ein kleiner Trolley, deshalb müssen die Kunden kaum auf Kofferraumvolumen verzichten. Dass aber diese kleine Batterie immer im optimalen Temperaturbereich volle Leistung liefern kann, verfügt sie über eine eigene kleine Klimaanlage. Dass der Q5 und damit auch das Hybridmodell erstmals seit dem Marktstart 2008 ein leichtes Facelift bekommen hat, fällt Unkundigen kaum ins Auge. Die optischen Änderungen fallen auch sehr dezent aus. Die neue Q5-Generation ist an den abgeschrägten oberen Ecken am Kühlergrill und den chromumrandeten Nebelscheinwerfern zu erkennen. Hinten sind abgeflachte Endrohre und der geänderte Diffusereinsatz die Erkennungszeichen. Aber auch unter dem Blech hat sich einiges getan. Wir haben die letzten 10 Jahre das Fahrzeug in sich vernetzt. Jetzt vernetzen wir das Fahrzeug zusätzlich mit der Umwelt. Wir nennen es Audi Connect. Beispielsweise zählt hierzu die Audi Point of Interest Suche mit Sprachbedienung, die Navigation mit Bildern von Google Earth und Google Street View, sowie zum Beispiel der Dienst Verkehrsinformationen online, der Staus bereits erkennt, während sie entstehen. Zudem können unsere Passagiere mit bis zu 8 mobilen Endgeräten im Internet surfen und E-Mails abrufen. In Ländern wie den USA oder auch China, in denen Hybridautos gerade stark gefragt sind, dürfte der Q5 Hybrid ein Renner werden. Aber auch in Deutschland wird es immer trendiger, ein Hybridauto zu fahren. Dabei ist es nicht nur der Umweltgedanke. Der Audi Q5 Hybrid kann auch unter ganz praktischen Gesichtspunkten überzeugen. Zum Beispiel ist er ein hervorragendes Zugfahrzeug für schwere Anhänger. Bis zu 2,4 Tonnen stellen kein Problem dar. In der Stadt geht das sogar ganz leise.